Unsere nächste Rednerin, komm hoch, ist die liebe Heidrun. Die wird uns ein bisschen was über Lösungsansätze erzählen. Viel Spaß, Heidrun. Und viel Spaß euch mit Heidrun. Je nachdem. Danke, hallo. Das war eine sehr gute Zusammenfassung, was wir gehört haben, wie es hier zugeht auf Erden. Mein Name ist Heidrun, aber ich möchte auch gerne mal darüber reden, was können wir alle tun. Und wir können eine Menge tun. Viel mehr, als wir ahnen. Und dazu möchte ich heute ein bisschen beitragen. Fangen wir doch mal an, was haben die Menschen früher gemacht, wenn sie nicht einverstanden waren mit ihren Machthabern? Krawalle, Aufstände, Revolutionen. Wir erleben es bis heute in dieser Zeit. Die Ukraine ist ein gutes Beispiel. Aber wir erleben auch, dass das nicht vom Volk ausgeht. Das wurde schon immer in das System integriert. Noch nie ging das wirklich vom Volk aus. Noch nie hat das Volk gewonnen. Das war immer nur scheinbar so. Und das wurde alles integriert. Auf jeder Ebene. Ob es Gewalt war oder ob es politisch war. Schaut euch mal die Grünen an. Was ist denn daraus geworden? Die sind mal angetreten, tatsächlich etwas zu verändern. Und geht das? Kann man ein bestehendes System verändern? Noch? Das geht nicht. Ein bestehendes System kann nie reformiert werden. Niemals. Es muss zusammenbrechen. Und wir müssen ein neues entdecken. Ein neues aufbauen. Und das ist unsere Aufgabe. Was passiert denn derzeit tatsächlich auf Erden? Wir leben schon in einer neuen Zeit. Da passiert schon eine Menge. Sehr, sehr viel. Viele Menschen machen auf. Sie kriegen plötzlich mit, was hier auf dieser Erde passiert. Und nicht nur in Deutschland, überall. Wir haben ein System weltweit. Es besteht aus Angst, Schuld und Kontrolle. Aus Machtmissbrauch, Korruption und Teile und Herrsche. Und das war schon immer so. War noch nie was anderes. Und alles wird dort integriert. Schaut euch doch mal den Ökolandbau an. Seit 30 Jahren gibt es Ökolandbau. Kommen wir vorwärts? Na? Es wird integriert. Es werden Gesetze, Verordnungen, immer neue Schikanen, immer neue Schwierigkeiten aufgebaut. Und noch immer gibt es weltweit keinen ökologischen Landbau. Der müsste aber weltweit sein, wenn wir diese Erde erhalten wollen. Man kann ein bestehendes System nicht verändern. Wir brauchen ein neues. Du gewinnst auch nicht, wenn du kämpfst. Wenn du gegen etwas kämpfst, dann verstärkst du es nur. Ob du da draußen kämpfst oder hier drin. Wenn du gegen dich selber kämpfst, überall verlierst du. Wir brauchen wirklich ein neues System. Etwas, was noch nie da war. Wir brauchen Visionäre. Menschen, die weiterdenken können. Als nur bis vor ihrer Haustür. In dieser Zeit passiert etwas, was noch nie da war auf dieser Erde. Wir haben eine vollkommen neue Energie. Ein ganzes Universum schaut auf diese Erde. So könnte man es nennen. Hier kommt eine Energie an, via Sonne, aber auch aus dem Zentrum der Galaxie, die noch nie da war. Die jeden einzelnen Menschen betrifft und jeden einzelnen Menschen reformiert. Transformiert. Daher wachen auch so viele auf und schauen plötzlich und sagen, Moment mal, was ist denn hier los? Wir werden betrogen, belogen von Haken bis Nacken. Das war noch nie auf dieser Erde. Das ist etwas ganz Neues. Und sehr, sehr viele Menschen verbinden sich wieder mit sich selbst. Genau. Das ist das Wichtigste und das Wesentlichste.
Und das möchte ich hier noch einmal ganz klar sagen. Wer sich wieder mit sich selbst verbindet, hier, mit seiner eigenen Menschlichkeit, mit seinem eigenen Selbst, wird immer stabil sein, egal was passiert. Und das haben die Machthaber am meisten gefürchtet. Davor haben sie die meisten Barrieren gesetzt. Sie lenken uns ab. Sie lenken uns ab. Sie wollen deine Aufmerksamkeit von allen Seiten, damit du ja nicht deine Aufmerksamkeit nach innen richtest. An die Quelle. Deinen Frieden findest du dort. Deine Freiheit findest du dort. Deine Macht findest du dort. Du bist sofort angeschlossen, wenn du dich wieder verbindest. An die Weisheit des Lebens. An die Intelligenz des Universums. Das kann dir keiner nehmen. Keiner kann es dir geben und keiner kann es dir nehmen. Das funktioniert auch, wenn du eingesperrt wirst. Das funktioniert überall. Und das haben Menschen schon immer entdeckt. Das heißt, in jeder Situation, in allen Belangen dieser Erde, funktioniert dieses Innere, diese Stabilität. Es funktioniert dein eigenes Selbst. Das, was du wirklich bist. Und dann passiert etwas in dir. Mensch, erkenne dich selbst. Zuerst, wer bist du? Wer oder was bist du? Ein jemand? Eine Geschichte? Ein Name? Von der Wiege bis zur Bahre? Ein Körper? Gedanken? Zustände? Bist du irgendetwas davon? Was meinst du, wenn du ich sagst? Was meinst du eigentlich? Wenn du dich wieder mit dir selbst verbindest, dann weißt du plötzlich, wer du bist. Du kannst es vielleicht nicht mit Namen nennen, aber du weißt genau, dass du anwesend bist. Du weißt genau, dass du präsent bist. Das ist eine enorme Kraft und eine enorme Fähigkeit. Und dann können wir auch etwas tun. Ich liebe dich! Genau. Was können wir tun? Uns mit uns verbinden, Schritt 1. Uns wirklich annehmen mit Licht und Schatten. Wir haben alle Schatten. Da ist nicht nur Licht in uns. Wir lügen alle mal, oder? Und nicht nur die da. Und die da sollen immer alles ändern. Geht das überhaupt? Die Einzigen, die was verändern können, sind wir selbst. Wir haben Macht über uns. Und damit können wir was verändern. Das ist das Wesentlichste. Und je mehr wir tun, desto stärker ist die Veränderung im Außen. Desto stärker ist der Wandel in der ganzen Welt. Die Energien betreffen alle Menschen weltweit. Das Aufwachen müssen wir hinkriegen. Wir. Und wir sind auch diejenigen, die ein neues System aufbauen müssen. Das kann niemand anders. Wir sind die Einzigen, die das überhaupt können. Vom System kommt nichts. Da kommt kein Frieden, da kommt keine Freiheit, gar nichts. Dieses System bringt Elendsprogramme hervor. Aber keine Freiheit und keinen Frieden und keine Fülle für jeden. Aber wenn wir das wollen, dann müssen wir erstmal so weit denken können, dass wir Fülle für alle haben wollen. Fülle für alle, Wohlstand für wirklich alle. 24.000 Menschen pro Tag sterben heutzutage an Hunger. Sie verhungern jeden Tag. Ist das menschlich? Ist das eine menschliche Welt? Wollen wir es anders? Wahrhaftig. Und wie können wir das hinkriegen? Es gibt schon viele gute Ansätze. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, da gibt es schon eine Gemeinschaft, die sich weltweit vernetzt hat.
Viele Menschen kümmern sich um Geld. Wie könnten wir das mit dem Geld hinkriegen? Aber die sind alle noch getrennt voneinander. Wir müssen das zusammenbringen. Wir müssen das vernetzen. Wir brauchen wirklich die Menschen auf allen Ebenen. In Vorbereitung zu meinem kleinen Beitrag hier heute ist mir ein Modell buchstäblich über den Weg gelaufen. Ich hatte es schon länger auf dem Rechner, habe es einfach nicht gelesen, vergessen wieder und plötzlich war es wieder da. Da wird schon eine Menge zusammengebracht. Wow, habe ich gedacht. Das möchte ich hier auch mal ein bisschen was dazu sagen. Da wird schon das Grundeinkommen mit einem neuen Finanzierungsmodell, und zwar einem grundsätzlichen Geldmodell und einer Wirtschaft auf der Grundlage der Naturgesetze zusammengebracht. Wow, ich habe wirklich gestaunt. Das Modell ist offen, jeder kann sich beteiligen, absolut jeder, und alle sind auch aufgerufen dazu. Es ist ähnlich wie in der Computerbranche wie Linux, was ja auch offen ist und jeder mitmachen kann. Und hier auch. Ich wünschte mir, Schüler und Studenten, Hausfrauen und Senioren und alle mitarbeiten, die alle mitmachen, die alle ihres einbringen. Wir werden unterschiedlich sein und immer bleiben. Wir werden nie gleichzeitig herkriegen. Wir werden nie alle dasselbe machen wollen. Wir werden kreativ sein. Und das muss ein Modell sein, wo jeder willkommen ist. Und das ist so ein Modell. Hat einer von euch schon mal den Begriff Gradido gehört? Nein. Ganz neu ist eine Wortschöpfung. Gradido. Letztendlich, übersetzt heißt es Danke. Ein System der Wertschätzung. Ein System, sich zu bedanken, den anderen zu wertschätzen. Dieses System hat sich innerhalb von 2 Jahren, oder dieses Modell innerhalb von 2 Jahren, schon in die Welt verbreitet. Nach Griechenland und Spanien, nach Ungarn und in die USA. Und wir alle sind aufgerufen, ein bisschen was dazu zu tun, unseren Beitrag zu leisten. Es geht auch darum, Teilhabe an der Gesellschaft zu haben. In einer Gesellschaft wieder teilzunehmen. Wir sind alle durch das System so isoliert, dass wir gar nicht mehr wirklich teilnehmen. Weder am Leben noch innerhalb der Gesellschaft. Wir sind alle mit unseren Problemen so vollgestopft, dass wir den anderen nicht mehr beachten können. Wir gehen einfach dran vorbei. Wir haben eine künstliche Welt, eine Kinderwelt, eine Erwachsenenwelt, eine abgeschobene Seniorenwelt. Wir müssen dann alles wieder zusammenbringen. Wir sind eine Menschheit. Wir sind eine Welt. Und wenn wir das hier in Deutschland, wir hier, für uns nicht hinkriegen, wie sollen wir das mit Menschen von anderen Kulturen hinkriegen? Wenn wir das untereinander noch nicht einmal schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Macht mit bei so einem wunderbaren Modell. Bringt euch ein. Bringt einfach den Begriff in die Suchmaschine und ihr werdet sofort alles finden, wo ihr euch beteiligen könnt. Gerade doof. Ich zeig mal hoch. Ich hab hier mit. Ganz einfach, so wie man spricht, auch mal hier reingezeigt, für alle. Das ist so ein wunderbar offenes Modell, wo jeder, wirklich absolut jeder mitmachen kann. Und wo Kinder einbezogen sind, wo die Alten einbezogen sind, wo jeder Mensch wirklich seinen Beitrag leisten kann. Wir sind aufgerufen, wir, die Menschen, das kommt nicht von oben.
Aber wie könnte man so ein System ablösen? Das alte System wird zusammenbrechen. Vertraut einfach ein bisschen mehr. Es wird zusammenbrechen. Es geht gar nicht anders. Und alle wissen das auch. Die versuchen verzweifelt, das noch ein bisschen am Leben zu erhalten. Aber was dann, wenn das zusammenbricht? Was machen wir dann? Haben wir uns tatsächlich schon mal ernsthaften Kopf gemacht? Wie bauen wir was auf, wenn das zusammenbricht? Stellt euch doch mal vor, das bricht morgen zusammen. Heute bitte. Na gut, von mir aus heute. Und dann? Wie können wir das politisch hinkriegen? Brauchen wir überhaupt noch Parteien? Nein. Na eben. Aber wie dann, bitte? Wie dann? Dann müssen wir uns aber heute schon vernetzen. Wenn wir das in kleinen Bereichen hinkriegen wollen, müssen wir heute das schon aufbauen. Wir müssen uns heute schon vernetzen, untereinander. Und dieses wunderbare Modell hier bietet Möglichkeiten dafür. Ganz wunderbar. Wir müssen das jetzt schon aufbauen. Und wir brauchen wir so einen Wust von Gesetzen? Das brauchen wir auch nicht. Aber in der ganzen Übergangszeit werden wir noch was gebrauchen. Nicht alle Menschen haben schon diese Ebene, wo sie die menschlichen Werte wieder leben. Das heißt also, wir brauchen durchaus Übergangsmöglichkeiten. Und die müssen wir jetzt aufbauen und nicht warten, dass das andere tun. Wir sind dran. Der wichtigste Schritt ist, noch einmal, verbindet euch mit euch selbst. Nehmt euch an, Licht und Schatten. Und da möchte ich noch etwas, ein kleines Geheimnis verraten. Was heißt denn eigentlich annehmen? Wenn du bereit bist, deinen Schatten dir anzuschauen, bekämpfe ihn nicht, akzeptiere ihn, wie er ist, dann geht er auch vorbei. Wenn du ihn bekämpfst, wenn du etwas loswerden willst, da draußen oder hier drin, dann hältst du es fest. Du wirst immer deine Energie reingeben. Du bist daran gebunden. Annehmen heißt loslassen. Das ist ein Paradox. Wer mit dem Herzen schaut, der versteht es. Also, nehmt euch an. Und wenn ihr das geschaffen habt, Licht und Schatten in euch zu integrieren und anzunehmen, dann urteilt ihr auch nicht mehr da draußen. Überhaupt nicht mehr. Ihr versteht sogar, in welch einer miesen Lage wir alle sind. Das haben wir doch schon gemerkt. Sie werden vorgeführt derzeit. Ne? Schaut euch doch mal diese Skandale an. Sie werden abgehört. Da werden sie richtig vorgeführt. Ne? Sie haben nichts zu sagen. Gar nichts. Denen geht es noch viel dreckiger als uns. Wir haben zwar mehr Geld, aber ihnen geht es dreckiger als uns. Wir können das aber ändern. Und sie nicht, die stecken in der Misere. Wenn sie das machen, dann können sie nicht mehr lügen. Und wenn sie nicht mehr lügen können, wenn du hier bist, lügst du nicht mehr. Ganz einfach. Du bist die Wahrheit selber. Und wenn sie nicht mehr lügen können, was passiert ihnen dann? Dann sind sie nicht mehr in der Macht. Das ist schon anderen passiert. Davor haben sie alle Angst. Aber wir können, dir, das Volk, wir können wirklich. Der wichtigste Schritt ist, euch mit euch selbst zu verbinden. Nehmt euch an. Und dann lebt die Quelle. Lebt euch wirklich selbst. Und dann findet ihr alles, was ihr braucht. Ihr findet euren Frieden, der ist tiefer. Das ist ein Frieden, der ist nicht von dieser Welt. Das ist kein Frieden, der definiert nur die Abwesenheit von Krieg. Das ist ganz anders. Der hat noch gar keine Definition. Der ist mit Sprache nicht zu benennen.
Sprache ist viel zu knapp, viel zu einengend. Das ist ein Frieden, den du in jeder Situation haben kannst. Auch dann, wenn Chaos in dir herrscht, kannst du diesen Frieden leben. Das ist was wirklich Wertvolles. Du findest deine Freiheit. Aber auch diese Freiheit ist was anderes als das, was wir uns unter Freiheit vorstellen. Heißt es, ich kann alles machen, egal wie dieses System funktioniert? Oh nein, das willst du auch gar nicht. Das ist eine Freiheit, die vollkommen anders ist. Genauso wie die Intelligenz des Universums. Die funktioniert nicht wie unser Intellekt. Absolut nicht. Viele werden das schon wissen. In der Sekunde, wo es dran ist, dann weißt du es plötzlich. Du weißt es nicht eine Sekunde vorher. Aber wenn es dran ist und du machst den Mund auf, dann schaust du selber, was du sagst. Und das kommt von der Quelle. Das kommt von innen. Dann bist du verbunden. Aber wenn du Sicherheit haben willst, wenn du Kontrolle haben willst, dann wird dir nichts einfallen. Der Verstand funktioniert anders. Der Verstand funktioniert polar. Ein Ja über den Verstand bringt ein Nein zum Gegenteil hervor. Hier bist du außerhalb der Polarität. Du erkennst sofort beides. Und du bedienst nicht mehr das eine oder das andere. Wenn du gesund sein willst, musst du krank sein, oder? Viel Vergnügen. Okay, ja, glücklich kann man nicht haben. Glücklich kann man nicht tun. Glücklich kann man nur sein. Das ist eine Seinsqualität. Und die kommt von hier. Nichts kann dir das geben. Niemand. Das ist alles schon da. Du brauchst es nur zu entdecken. Es ist alles schon da. Und wenn du das bewusst machst, dann unterstützt du das, was hier weltweit schon passiert, in einem unglaublich hohen Maße. Und dann reicht deine Anwesenheit. Du musst noch nicht mal was tun. Da reicht schon deine Anwesenheit und du steckst andere an, um dich herum. Aber wenn du was tun willst in dieser Welt, dann unterstützt du solche Modelle, die wirklich die Fülle für alle vorsehen, die alle mit ins Boot nehmen. Sogar die Millionäre, die haben auch nicht mehr die brauchen, was zu fürchten. Dann gibt es keine Angst mehr. Und alle sind willkommen. Und jetzt möchte ich noch ein kleines Zitat vorlesen, bevor ich Schluss mache. Die Brille, das nützt nichts. Das hat mir jemand geschickt und ich glaube, das passt ganz gut jetzt hier zum Abschluss. Ein schwingendes Momentum trägt unsere weltweite Friedensinitiative mit ständig anwachsender Kraft voran. Es wird angetrieben von all unseren positiven Absichten und Haltungen, von den wachsenden Gewinnen und Erfolgen und einem kristallklaren Ausblick auf unsere Ziele. Der Schwung von etwas gut Begonnenem, von etwas wunderbar Wohltätigem ist einfach nicht zu stoppen. Ein Dr. Bernhard Gebhardt hat mir das geschrieben. In diesem Sinne, danke. Ja.